und willkommen zum 22. Türchen in meinem Adventskalender. 22, in zwei Tagen ist Weihnachten. Yay! Und dann haben wir es auch geschafft. Und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen die Zeit verkürzt, die Wartezeit, bis das Christkind kommt. Hier im Rheinland kommt das Christkind, woanders kommt der Weihnachtsmann, aber wer auch immer kommen mag, ich hoffe, ihr lasst euch reich beschenken und vor allen Dingen nicht nur mit materiellen Dingen, sondern auch mit ganz, ganz, ganz viel Liebe eurer Lieben, Freunde, Familie, Verwandten etc. pp. Auch ohne sich zu besuchen. Es gibt ja immer noch ein Telefon und die Möglichkeiten des Internets, so wie dieses hier. Heute möchte ich euch, nachdem ich euch gestern einen kleinen Einblick in meinen YouTube-Kanal gegeben habe, einen kleinen Einblick in meinen Filmen geben. Genau, denn bevor so ein Video online ist, was ihr euch jetzt gerade anschauen könnt, muss man das natürlich erstmal machen. Meistens gehe ich dann dafür mit meiner Kamera vor die Tür, so wie ich hier in Leichling die Türchen gefilmt habe. Und wenn ich dann mein Video gemacht habe mit meiner Kamera, ich habe so einen Camcorder oder ich benutze schon mal das Handy, das hatte ich ja auch schon mal gemacht. Oder, da gibt es ja einige Möglichkeiten, wie der ein oder andere das macht. Dann müssen die Daten natürlich erst einmal in den Computer. Und die Filme, die Videos, die stecken dann hier drin. Genau, in so einer kleinen Karte. Da ist dann alles drin. Das kommt in den Computer, das wird dann runtergeladen. Ja, und dann starte ich mein Programm. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich werde euch mal unter dem Video einen Link geben zum lieben Jan von So geht YouTube. Der hat vor einigen Jahren mal ein Video gemacht, welche Schnittprogramme es denn gibt und die man empfehlen kann, für welches Geld. Es gibt kostenlose, es gibt welche für kleines Geld, für großes Geld. Und er hat das da sehr, sehr gut behandelt. Und da er erwähnt auch all die Programme, die ich jemals benutzt habe. Ich habe schon mit Adobe gearbeitet, ich habe mit DaVinci Resolve gearbeitet. Wirklich ein ganz, ganz tolles Programm. Aber es ist doch so aufwendig, damit zu arbeiten. Man braucht doch eine Weile, sich da rein zu arbeiten, dass ich in dem letzten Jahr dann doch wieder zu meinem Good Old Magics Video Deluxe zurückgekommen bin, das ich auch hier im Moment dann benutze. Ich zeige euch da ein paar Aufnahmen von, wie das dann so aussieht, ne, im Hintergrund, wenn man dann sein Bildmaterial hochgeladen hat und in das Programm eingearbeitet hat. Importieren heißt das dort. Dann benutzt man Bildmaterial, Fotos, Filme, Tonmaterial und zieht das in verschiedene Spuren. In jeder Spur befinden sich unterschiedliche Inhalte und wenn man diese Spuren dann importiert hat, kann man sie verschieben, schneiden, kombinieren, verändern. Man kann Teile groß und klein machen, nach rechts und nach links schieben und. Also da ist keine Grenze der Kreativität gesetzt. Es ist halt alles kniffelig. Mein liebes Magic, danke für die Firma, dafür, dass sie es nicht schaffen. Ich benutze das Magic an sich jetzt schon seit über 10 Jahren, irgendwann mal eine stabile Version zu machen. Also es stürzt 1, 2, 3 Mal am Tag ab. Das ist natürlich nervig, aber merke immer oft speichern. Genau. So, wenn man dann seine verschiedenen Spuren zusammengesetzt hat und mit dem Video zufrieden ist, für mich kommt dann immer noch der letzte Schritt, die Musik. Das war jetzt ein bisschen sehr laut. Ich habe jetzt extra mal eine laute Musik eingespielt. Ich importiere dann die Musikspur und die ist ja erstmal original laut. Ich muss dann überall, wo Musik ist, das an meine Stimme oder an andere Geräusche des Videos anpassen, sodass man mich noch, damit ihr mich noch hören könnt. Ne? Ja. Wenn das dann erledigt ist, dann mache ich hinten noch am Ende im Abspann so eine Ausblendung rein und dann gucke ich mir alles noch 1, 2 Mal an. Genau. Wenn ich ein Video von 10 Minuten schneide, muss ich es ganz am Ende ja noch 10 Minuten nochmal angucken, ob auch alles passt. Dann muss es gerendert werden. Das heißt, das Programm fügt all diese Spuren, die man da so schön zurechtgeschnitten hat, zu einem MP4 zusammen. Bei Magix dauert das sehr lange. Angeblich gibt es auch Möglichkeiten, um das schneller zu machen. Die habe ich bis heute nicht rausbekommen. Aber wenn man das dann geschafft hat, das zu rendern, also bei einem 10-Minuten-Video kann das schon mal eine Stunde dauern,
schaut man sich das Video nochmal an, um zu gucken, ob es auch richtig gerendert wurde. Manchmal macht das Programm beim Rendern Fehler und bevor ich etwas hochlade, was Fehler hat, muss ich es mir nochmal anschauen. Ihr seht, das ist ein sehr langwieriger Prozess. Das dauert bei mir so zwischen 1 und 3 Stunden pro Video. Ja, genau. Erstarrt in Ehrfurcht, ne, dass ich mir so viel Arbeit mache. Aber das machen alle YouTuber sich. Ne? Da, um diese Arbeit kommt man nicht herum. Dann, wenn ihr das Video noch einmal angeschaut habt und es ist zu eurer Zufriedenheit geworden, laden wir es zu YouTube hoch. Genau, und das ist ganz einfach. Ein kleiner Button, ein Klick und schon ab die Post. Dann lädt es hoch. Das kann auch wieder eine Weile dauern. Dann sagt YouTube einem immer, das Video wird verarbeitet. Das kann auch noch mal eine Weile dauern. Dann müssen wir dem ganzen Video einen Namen geben. Das ist der Titel. Dann möchtet ihr ja auch wissen, wenn ihr Videos schaut, was so ungefähr drin vorkommt. Das ist die Beschreibung. Da gebe ich euch dann auch immer die verschiedenen Links, ne, von denen ich immer erzähle. Das ist dann unten unter dem Video. In der Beschreibung, wie gesagt, könnt ihr was über das Video erzählen. Dort könnt ihr Links zu anderen Videos oder Websites geben. Und ganz wichtig, wenn ihr einen Hashtag benutzt in eurer Beschreibung, die ersten 3 Hashtags erscheinen dann unten unter dem Video, unter dem Titel. Zauberei, genau. Der 4. Hashtag nicht, der wird gefressen, genau. Dann gibt es noch die Tags, die ihr einfügen könnt. Das sind so kleine Stichworte, die in ein ganz besonderes Feld bei YouTube kommen. Zum Beispiel kommt bei mir dann da rein Advent, Adventskalender, Weihnachten etc. pp. Damit, wenn Leute nach Adventskalender suchen, YouTube weiß, oh, da hat die Bärbel eins gemacht und hat in den Tags Adventskalender geschrieben, dann wird sie wohl einen Adventskalender gemacht haben. Ja, genau. Das machen wir dann. Dann entscheide ich noch, in welche Playlist das Video eingegeben wird. Dann muss ich noch gucken, in welcher Rubrik das Video hochgeladen wird, ob es Menschen und Blogs sind oder praktische Tipps und Styling. Genau. Und wenn man das dann alles gemacht hat in dem Video, muss man ein Thumbnail erstellen. Na, man muss gar nicht. YouTube sucht automatisch eines aus. Aber wir wollen ja eines haben, was zu all den anderen vom Adventskalender passt. Dazu nehme ich ein Bild oder einen Ausschnitt aus dem Video und gehe zu einem Programm, das ich online immer gerne benutze, um ein Foto zu erstellen. Das macht jeder anders. Der eine benutzt Photoshop oder GIMP oder, ne, solche Online-Webseiten. Dort füge ich dann das Bild in meine Vorlage ein, sodass oben immer Adventskalender steht, unten links mein Logo und unten rechts die Zahl vom Türchen. Das erstelle ich, das Foto, und füge es dann in YouTube hinten im Hintergrund als Thumbnail, also als Vorschaubild ein. Und wenn ich das erledigt habe, dann muss ich noch den Abspann machen und schauen, ob ich alle Informationslinks eingegeben habe. Und wenn ich das erledigt habe, Stunden später, genau, dann drücke ich auf Öffentlich. Und dann geht das Video raus an euch und ihr könnt es euch anschauen. Genau. Kann schon mal ein paar Stunden dauern. Und wer mich kennt, hört mich einmal am Tag jammern. Das ist so viel Arbeit. Warum macht man das? Ich weiß es nicht. Einfach so, weil es schön ist, weil es Spaß macht. Und wenn man einmal damit angefangen hat, ist es ganz schwer, wieder aufzuhören. In diesem Sinne, ich hoffe, das heutige Video war nicht allzu langatmig oder zu langweilig für euch. Und jetzt ist mein Abspann, genau, jetzt lasse ich meinen Abspann laufen, dann erscheinen nämlich hier unten so kleine Buttons, wo man abonnieren kann oder die Playlist findet vom Adventskalender. Alles nur für euch. Ich habe euch lieb und schöne restliche Vorweihnachtszeit für euch. Eure Bärbel. Tschüss.